und wieder das Pokémon changen zu Turtok. Das dann hoffentlich jetzt ein Level abkriegt. Yay! Na, fast. Komm, einmal noch. Und dann erscheint natürlich das andere Vieh. Und ich drücke schon wieder falsch. I'm a genius. Unser unser Turtok ist übermächtig. Niemand kann es aufhalten. So. Level 11. Sonderbonbon haben wir 1. Moment. Dann würde ich gerne den Superschuss benutzen, weil Wasser-Pokémon, die Giftattacken können, sind mir jetzt nicht so genehm. Aber wie schön hier der saure Regen vom Himmel fällt. Und uns die Knochen... die Haut mit den Knochen ätzt, so rum. Naja, noch nicht so ganz. Was sagt eigentlich hier das Bildchen? Vorsicht, mutierte Pokémon. Mutierte Pokémon! Mutierte Pokémon! Schutz wirkt nicht mehr. Noch ein Sonderbonbon. Belebar! Und liegt noch mehr Zeug. Top-Genesung! Du bist einmal im Kreis gelaufen. Das ist schön. Ach, mutierte Pokémon. Das ist so episch. Oh. Aber das ist so logisch, wenn man drüber nachdenkt. Allein die Pokéballfabrik. Irgendwo müssen die Dinger herkommen. Aber dass es hier eigentlich nur 3 Mutantenformen gibt, ist ein bisschen schade. Jedenfalls haben wir ja bisher nur 3 gesehen. Vielleicht finden wir noch was. Yay. Einmal wieder an dieser Samen. Er hat auch bald sein Level ab. Lecker. Sonderbonbon. Ja, bevor ich da reingehe, will ich noch ein Visa-Knosp haben. Das wird passieren, indem wir was will es lernen? Giftpuder. Machen wir mal den Heuler weg. Und, die Egelsamen. Und Level 14, yay. Das heißt, ich könnte das jetzt auch so alleine schon kämpfen lassen. Wobei, das geht wohl noch nicht. Ja, weiter bitte. Danke. Da wechseln wir lieber noch ein bisschen, weil das kann ja auch hier, sag mal, was ist denn das jetzt? Das Menü trollt mich. Das kann, wie gesagt, ja auch Glut und sowas. Das ist nicht so nice für ein Pflanzen-Pokémon. Deswegen gibt es hier eine kleine Trainingsrunde. Und bei Visa-Samen geht das jetzt relativ schnell, denke ich.
Venturto-Konzert wieder dauern. Aber Turtok müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt hoch pushen. Das haben wir ja Gott sei Dank schon auf letzter Entwicklung. Yay! Und Turtok ist halt... Bam! Ja. Hoffe, das geht jetzt. Es nimmt schon. Es geht voran. Ja, doch. Ich will immer auf das erste drücken. Ma. Das funktioniert bei uns nicht. Wir sind ein Wasser-Pokémon. Los, mehr mutierte Pokémon. Vielleicht könnten wir gegen das hier kämpfen. Indem wir erstmal Schlafpuder verwenden. Oh, lol. Ich belebe es mal schnell wieder. Davon haben wir auch schon 8 Stück. Du kannst das ab. So, dieser Samen wieder ein Level höher. Und ja, wir haben gesehen, es ist keine gute Idee, Flug-Pokémon gegen Pflanze kämpfen zu lassen. Wobei Golbat eigentlich kein Flug-Pokémon ist. Oder ist das Flug? Es war Gift. Ich weiß es nicht mehr. Die haben das damals doch sowieso als alles so seltsam gemacht. Glurak mittlerweile jetzt auch... Ne, Glurak ist noch Feuer und Flug, wenn ich mich recht erinnere. Oder gibt es das mittlerweile auch schon mit Drache? Weil es ist... Typ war es immer Feuer am Anfang. Dann mit Glurak kam Flug dazu. Ist das mittlerweile auch ein Drachen-Pokémon? Ich meine, Turtok ist immer noch rein Wasser. Bisasam weiß ich auch nicht, ob das mittlerweile wirklich Pflanzegift ist. Oder ob es das immer war. Oh Gott. Ich werde alt. Ich weiß solche Dinge gar nicht mehr. Das neue Pokémon, der neue Pokémon-Typ wird jetzt Fee? Fairy oder sowas? Oder Licht? Ich glaube Fee. Also auf Deutsch heißt es wohl Fee. Wie es jetzt auf Englisch heißen wird, weiß ich leider nicht. Und es ist irgendwie extrem stark gegenüber Drache. Ja, so war das ungefähr. Das neue Evoli wird ja der diesen Typen haben. Ach, wir haben gleich einen Visa-Knosp. Nee, das machen wir doch nicht. Nicht, dass es uns nochmal wegstirbt. Genau deswegen. Ja, was ist Golbat jetzt für ein Typ? Visenior ist normal. Dieser Samen soll nicht Bodycheck erlernen. Nein. Dieser Samen entwickelt sich. Yay! Oh, das ist ja süß. Oh, cute. So, erstmal jetzt Pokémon heilen. Und dann Pokédex. Entwickelt sich aus Bisasam. Es vermehrt sich mit seiner Blume auf dem Rücken.
Man darf sie nie berühren. Es kommt zu einem Samenerguss. Facepalm. Ich glaube, jetzt will ich doch noch wissen, was sie zu dieser Flor sagen. Oh Gott, damn it. Allein dieses Spiel muss man, glaube ich, zweimal durchspielen, damit man auch noch die anderen kriegt. Nicht von Team Chocolate übernommen, ganz wichtig. Yay, wir kommen rein. Die Musik hört sich schön an. Transportfilter. Yay. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So viele Portfilter. Haha. Hier ist irgendwie niemand. Ah, hier ist auch niemand. Ah, ich mag Treppen. Es sind auch keine Items oder so. Warum ist hier keiner? Wo bin ich? Sind wir wieder am Eingang? Ja. Oh, hier sieht es doch schon mal irgendwie interessant aus. Was ist das hier für ein Feld? Ja, komm. What the hell? Nur weil ich dich nicht dran hindere, hier lang zu gehen, ist es noch lange nicht der richtige Weg. Oh, falsch gelesen. Du solltest mir glauben und wieder umdrehen. Hinter dem nächsten Teleporter gibt es nichts.